Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Willkommen zur vierten Folge von Break Valley. Heute mit der ersten Folge fürs Winterdorf. Wie ihr seht, im Speedbild schon gesehen habt, kurz wie ich die Pfeiler mache. Wie ihr seht, habe ich da drei Stück vorbereitet, die eingebaut haben. Die haben eine 20er Brickhöhe. 20 Minimum, weil damit das Krokodil auch durchpasst. Ich verwende 2x4er Bricks oder 2x6er, weil in der Version, in der Größe 2x4 auf 2x6, weil das Ganze dadurch sehr massiv ist und den Vorteil hat, sehr standfest zu sein. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr an die Basic-Steine rankommen sollt, hier ein kleiner Tipp. Guckt euch bei Lego die Minecraft-Sets an. Die kosten so um die 19,99. Ladet euch da die Bauanleitung runter. Da sind in in sehr guten Sets sehr gute Anzahl von Basic-Steinen drin. Guckt, wie viel da drin sind. Schreibt euch die Nummer auf und dann geht ihr zu Brick Merch. Kann ich euch nur empfehlen. Aktiviert da den Account für das Minecraft-Set. Auf dem freien Markt kriegt ihr die Sets mitunter schon zu guten 30 bis 35% Rabatt. Und man kann sich dann gleich mehrere Sets davon holen. Also bei 20 Euro könnt ihr ausrechnen, 30%, ne, sind 6 Euro. Das ist dann quasi das dritte Set schon mehr oder minder geschenkt zum OVP von Lego selber. Also ich habe das sehr oft gemacht und ich habe auch noch jede Menge Minecraft-Sets da zum Outparten und es lohnt sich wirklich. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, des Weiteren, wie ihr seht, gehen unter dem Winterdorf die Gleise durch, wobei das Hauptaugenmerk auf das Vordere liegt, da dies hier aus dem Tunnel rauskommen soll, im Vordergrund entlang läuft, außerhalb und hier wieder in den Tunnel reingehen soll. Das ist mal der Plan. Natürlich wird das Ganze dann auch verkleidet. Ich habe da mal so ein paar kleine Grundideen. Entweder mit normalen Bricks oder mit diesen Massivsteinen. Mal sehen. Tendenziell gefällt es mir eher, mit den Bricks es so zu machen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Farbgebung. Das ist mal eine Grundidee. Vielleicht fangen wir unten mit ein bisschen Grün an, dann ins steinig Graue überzugehen und dann ins Schneeweiße. Kommt, glaube ich, von einem Bergmassiv realistischer. Dann als Grund habe ich euch mal hier als Oberbau auf dem, was heißt Oberbau, aber um da halt reinzukriegen, benutze ich hier Technik Bricks hier in Schwarz in der 6x8er Version. Hat den Vorteil, sie sind bei Bricklink gut bestellbar und nicht ganz so teuer. Gut, eins kostet immer noch 55 Cent, aber es geht immer noch. Wenn man die grauen nimmt, sind sie noch teurer. Umrandet, wenn die dann mit normalen länglichen Technik Bricks bringt eine gesunde Stabilität, wird dann eingebaut, drüber gebaut und darüber, wie ihr hier seht, kommen dann 16x16er Basic Plates. Die sind schön stabil, verleiht dem Ganzen richtig gute Stabilität, wobei hier die Farbe für uns eher zweitrangig ist. Außer die Umrandung, die sollte schon weiß sein, weil das Ganze ja eh oben nochmal überbaut wird, um eine Schneelandschaft darzustellen mit den entsprechenden Gebäuden, die Lego im Winter Village im Angebot hat. Die sollen sich darauf verewigen.
Eventuell wird es aber bei der 20er Höhe nicht ganz bleiben. Es könnte sein, dass es sogar noch mal höher geht. Jetzt müssen wir mal sehen, ob uns das zu niedrig ist. Zumal die Modular Buildings auf einer Anhöhe stehen sollen oder werden. Und die doch recht hoch sind dann. Und dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so gut aus. Dann ist es Winter Village vielleicht zu niedrig. Das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen. Ja, also hier soll nochmal ein richtiger Tunnel noch eingebaut werden. Das gleiche dann hier. Das wird auch im Laufe der Zeit passieren. Aber es dauert noch. Jetzt bauen wir erstmal das Massiv, würde ich sagen, auf. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das soll es jetzt fürs erste Video übers Winterdorf erstmal gewesen sein. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein Like da lasst. Schaut gerne wieder rein, abonniert sehr gerne den Kanal. Lasst einen Kommentar da, was ihr vielleicht anders machen würdet oder eventuell Vorschläge zum Verbessern. Würde uns sehr freuen. Hinweise, Ratschläge etc. sind immer herzlich willkommen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.